diese Begrüßung fiel besonders herzlich aus. Einst Coach de Pavel Dortchevs Reto Ristic, nun war der HFC-Coach in Aue zu Gast, um Aue die erste Saisonniederlage beizufügen. Tolle Atmosphäre im Derby, knapp 14.000 Fans, darunter auch 1.400 aus Halle. Die Gäste von der Saale auswärts noch ohne Punkt, aber in Rot und Weiß mit mutigem Beginn. 10. Spielminute, Torjäger Dominik Baumann. Gute Bewegung, toller Abschluss. Martin Meddel hätte den Ball wohl nicht gesehen. Baumann als langjähriger und ehemaliger Zwickauer im Lößnitztal natürlich besonders motiviert. Aue tat sich sehr schwer. Halles Pressing richtig gut. Und dann auch Meddel mit dem Fehler. Wolf dazwischen. Und diese Einladung ließ sich Baumann nicht nehmen. Nach 25 Minuten der HFC überhaupt nicht unverdient mit 1:0 in Führung. Viertes Saisontor für Dominik Baumann. Das Ding ging natürlich klar auf Meddels Kappe in seinem 494. Pflichtspiel für die Veilchen. Er hat ihn auch auf den Hintern gerettet. Da kann man ihm vielleicht so einen Patzer dann auch eher mal verzeihen. Passieren darf es natürlich trotzdem nicht. Aber wie es Halle dann ausspielt, ist auch stark. Baumann, ein Top-Neuzugang. Und Aue mit ganz wenigen Offensivaktionen in der ersten Halbzeit. Dieser Freistoß von Seitz, der von Müller entschärft wird, das mit Abstand gefährlichste. Aber Pavel Dortchev, der hat ja sowas in der Hinterhand. Und er hat ein Näschen. Drei frische Kräfte, Stefaniak, Meuer und Thiel kamen rein. Stefaniak eine Minute auf dem Feld mit dem Eckball und Meuer mit seinem ersten Ballkontakt rein ins Veilchenglück. Achtes Saisontor, das sechste von einem Einwechselspieler. Eine unfassbare Jokerquote und ein herausragender Abschluss. 1:1. Bis dahin gelang Aue nach vorn gar nichts. Der HFC verteidigte clever und geschickt, hatte eigentlich alles im Griff. Doch mit diesem 1:1 bekam die Partie eine Wendung. Die Veilchen wurden plötzlich mutiger. In Kansa für Danhoff. Gute Finte, die Hereingabe abgeköpft, aber direkt auf den Fuß von Schwirten. Und der war auch erst 2 Minuten im Spiel. Der absolute Wahnsinn. Im Erzgebirge. Der nächste Joker, der zuschlug, Joshua Schwirten mit perfektem Abschluss. Aue hatte das Spiel nach 79 Minuten gedreht. Diese Dortchev-Hände, die sind nicht mehr golden, die sind schon fast aus Platin. Und plötzlich die Mannschaft von Sreto Ristić im Rückstand. Dabei spielten sie überhaupt nicht schlecht. Aber in Aue haben sie eben auch seit 45 Jahren nicht gewonnen. Irgendwie so ein kleiner Lößnitztalfluch. Nachspielzeit. Der HFC warf natürlich alles nach vorn. Auch Kapitän Jonas Niedfeld hielt es nicht mehr hinten. Berko, Hug und dann die Riesenchance für Niedfeld. Aber Meddel machte seinen Klops wieder gut. Niedfeld von Burger angeschossen und der war wahrlich nicht einfach zu parieren. Klasse Rettungstat. Und dann die letzte Aktion des Spiels. Der HFC komplett offen und Aue mit dem Konter und Marcel Bär, der eigentlich kein gutes Spiel machte, mit dem Schlusspunkt. 3:1 Aue, bei denen läuft es in dieser Saison einfach. Sie haben das nötige Matchglück und gewinnen auch solche Spiele, bei denen sie eigentlich gar nicht gut gespielt haben. Sie bleiben weiter ungeschlagen, der HFC in der Fremde weiter ohne Punkt. Große Freude natürlich im Lößnitztal, aber große Enttäuschung auf der anderen Seite natürlich auch in Halle. Ja, das ist mal wieder ein unbegreifliches Gefühl. Also das ist wahnsinnige Stimmung heute wieder. Erste Halbzeit konnten wir leider nicht so spielen, wie wir es sonst gewohnt sind. Aber die zweite Halbzeit war dann besser und zum Glück konnten wir das Spiel wieder mal drehen. Und ja, ist ein richtig geiles Gefühl. Vom Fußballerischen her war das voll in Ordnung. Jetzt müssen wir halt zusehen, dass wir auch mal auswärts punkten. Und ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingt.
Aber der HFC bleibt zur Inkonstanz und Aue Dynamo auf den Fersen. Und am nächsten Spieltag kommt es zum großen Aufeinandertreffen. Erster gegen Zweiter, Dynamo gegen die Veilchen. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.